Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gesprochen von Wolfgang. Bitte prüfe mit Herz und Verstand den Wahrheitsgehalt selbst. Erzengel Michael, August 2018. Verbesserung eurer persönlichen Gottesessenz. Empfangen durch Ronna Herrmann. Übersetzt von Shana. Geliebte Meister, des Schöpfers Atem ist der Treibstoff der Existenz und ihr seid die Flamme, die ihn nährt. Es ist wichtig, dass ihr versteht, dass ihr euer individuelles Sonnenlicht entwickelt, das ein Spiegelbild der eigenen Gottesessenz ist. Der menschliche intellektuelle Denkprozess muss sich über die Grenzen der Sprache entwickeln. Es gibt eine Fülle von Informationen, die auf die Inspiration der Menschheit warten. Ihr müsst eure intuitiven Fähigkeiten entwickeln, um die Weisheit des göttlichen Bauplans für das Wassermann-Zeitalter zu erhalten, die jetzt von unserem Vater-Mutter-Gott über die 12 galaktischen Strahlen des kosmischen Bewusstseinsstrahls erweitert wurden. Es wird nicht von außerhalb zu euch kommen. Es wird innerhalb eures eigenen heiligen Verstandes und heiligen Herzens aufquellen. Ihr müsst hinaufreichen und es ergreifen, denn es wird nicht in die Ausdünstungen der Erde hinunterkommen und euch ausfindig machen. Reife Spiritualität ist keine unbewusste Erfahrung. Ihr müsst eine sich selbst erhaltende Göttlichkeit entwickeln, wobei ihr ständig die reiche Prana-Atmung des Lebens, diamantenen Partikel der Schöpferessenz einatmet, sodass ihr spirituelle Nahrung aus dem Fluss des Lebens über das achte Chakra, euren Seelenstern, erhalten könnt. Die Stärkung des Atems der Unendlichkeit öffnet die Wege, die zu den mehrdimensionalen Ebenen des Schöpferbewusstseins führen. Ihr müsst eure innere Perspektive erweitern, während ihr nach und nach den Weg, Denkart und Wahrnehmung verändert. Der Spirit des Schöpfers kann nicht isoliert werden. Spirit durchdringt in dem einen oder anderen Grad alles in Existenz. Ihr müsst euer Bewusstsein erweitern, um die Weite der Schöpfung zu integrieren. Seid ihr bereit, die Tatsache zu akzeptieren, dass der Herzkern unseres Vater-Mutter-Gottes den Mittelpunkt und die Basis aller Religionen ist? Es ist nicht das Dogma, Aberglaube, Regeln und Einschränkungen, sondern die Liebe, Macht und Vollkommenheit, die in der Fähigkeit resultieren, Welten der Schönheit, Balance und Harmonie zu schaffen und zu genießen. Wenn der Verstand und das Herz Gottes in euch manifestiert werden, werdet ihr eine Facette des kollektiven Messias. Es ist die kreative Erfüllung eures Schicksals. Ihr seid ein Funke des Schöpfers, eine manifestierte, göttliche Facette des Bewusstseins. Ein stiller Punkt innerhalb der Schöpfung. Entweder ihr bereichert die Welt, ihr lebt, oder ihr helft, sie zu verunreinigen. Wie hell und warm ist euer heiliges Feuer? Ist es lodernd hell und wärmt die Herzen der anderen? Oder ist es eine schwache Flamme, auch nicht stark genug, um euer eigenes Herz zu wärmen? Kaltherzig ist kein Begriff, der mit einem wahren Träger des Gotteslichts in Verbindung gebracht wird. Ihr reist vielleicht durch die Schatten jener, die halfen, sie zu erstellen, oder ihr könnt im Glanz des Gotteslichts mit Freude gehen. Alle von euch sind mit den 12 Strahlen des Gottesbewusstseins vertraut, die ihr zurzeit als eigene zu integrieren und behaupten strebt. Allerdings hat es eine sehr wichtige Facette der Schöpfung, die bisher den Massen vorenthalten wurde.
Alle Erscheinungen im Omniversum bestehen aus Energien des Herzkerns des höchsten Schöpfers. Es gibt einen Meisterschöpferkern des kosmischen Bewusstseins, der eine Zuteilung der vollen Spektrumsessenz des höchsten Schöpfers enthält. Der Vater und Muttergott dieses Universums wurde mit einem Teil dieser Schöpferattribute, Eigenschaften und Tugenden ausgestattet. Dies ist die primäre Quelle des Schöpferbewusstseins in diesem Universum. Und alles ist ausgewogen, alles ist gleich, alles ist harmonisch. Bevor die Gottesstrahlen unseres Vater-Mutter-Gottes in die große Leere abgestrahlt wurden, gab es eine unermessliche Anzahl von mächtigen höchsten Schöpferstrahlen, die in die kosmische Leere ausgesandt wurden. Diese Schöpferstrahlen wurden in große Bereiche des Zwischenraums mit unterschiedlichen Lichtendichten und Zeitbewusstseins Speicherzellen gesandt, die unendliche göttliche Schemata der materiellen Weltmöglichkeiten enthielten. Es gibt Lichtmembrane, die Hindernisse schaffen, damit es eine feste Abgrenzung zwischen den einzelnen Subuniversen gibt. Diese Lichtabschlussbarrieren können nicht ohne besondere göttliche Verfügung überschritten werden. Das ist, bis eure persönliche Seelenliedfrequenz mit den feinen Lichtfrequenzen, den harmonischen Gottesbewusstseinsebenen, in Resonanz sind. Einige dieser großen Schöpferstrahlen sind viel breiter als andere. Und um sie zu trennen, sind eine Reihe von dünnen Membranen des Lichtes mit Zeitzellkodierungen innerhalb der Lichtpyramiden enthalten. Es gibt lebendige Lichtpyramiden, lebendig in jedem Energiefeld und dimensionalen Raum der Schöpfung. Schöpferlicht ergießt sich aus dem pyramidenförmigen Fiskus des Lichts, die von Elohim und den Erbauern der Form bei der Schaffung von neuen kreativen Design von unserem Vater, Mutter Gott verwendet werden. Jeder Stein in der Galaxie ist ein Knoten der Energieschwingung. Auch jeder Mensch funktioniert als lebender Stern, der harmonische Schwingungen nach seiner, ihrer Ebene des Bewusstseins empfangen und vermitteln kann. Wie ihr jetzt wisst, werden diese Frequenzen euer Seelenlied genannt. Ihr seid ein Lichtpunkt, ein lebendiger Funke des Göttlichen. Dieses Universum besteht aus einem riesigen Himmelsseelenlied. Von der Herzkernessenz unseres Vater-Mutter-Gottes, die Essenz des Sohn-Tochter-Mitschöpfers, wurde offenbar. Diese wundersamen Wesen sind abgestufte Brechungen der Macht und Majestät unserer Gotteseltern. Ebenso wie unser Vater Mutter Gott eine abgestufte Brechung des höchsten Schöpfers ist. Aus der Essenz innerhalb des Meisterkerns des kosmischen Bewusstseins, wie oben erwähnt, gab es eine bestimmte Anzahl von Subuniversen in diesem universellen Ganzen, geschaffen sowohl mit weiblichen und männlichen Eigenschaften, Tugenden und Qualitäten des göttlichen Lichts in vollkommener Gleichheit und Balance. Als jedoch der überwiegende Teil der Subuniversen geschaffen wurde, wurden die vorherrschenden Kräfte des kreativen Prozesses entweder den männlichen oder weiblichen Attributen des Schöpferbewusstseins zugeteilt. In der Hälfte der subuniversellen göttlichen Entwürfe, Pläne, werden die Vater-Sohn-Qualitäten des Göttlichen, die Macht- und Zweckmentalen, nach außen fokussierten Attribute des Schöpfers hervorgehoben, während die Mutter-Tochter-Attribute des Mitgefühls, Pflege, Intuition nach innen konzentriert, Qualitäten in einer Hilfsposition sind. Darüber hinaus gibt es eine gleiche Anzahl von Subuniversen mit den Mutter-Tochter-Qualitäten und Tugenden in der Führungsrolle, während die Vater-Sohn-Attribute die sekundäre Position einnehmen.
Haben wir euch nicht gesagt, dass dieses Universum ein Universum der großen und einzigartigen Vielfalt genannt werden könnte? Es wurde für euch die Sternensaat der Omniversen als Universität des Lernens geschaffen. Im Wesentlichen wurde jedoch die unbestimmbare Verschiedenheit und Größe der Schöpfung so entworfen, dass der Schöpfer selbst unbegrenzte Variationen erleben konnte. Dieses Subuniversum war von Anfang an in erster Linie eine Vater-Sohn-universelle Erfahrung. Unser Mutter-Gott und die schöne Göttinnenqualität sind immer vorhanden gewesen, jedoch nicht in der vollen Pracht und Essenz ihres Wesens. Es ist nun Zeit für die Mutter-Tochter- und Vater-Sohn-Aspekte des Schöpfers zur gleichberechtigten Partnerschaft zurückzukehren. Dies ist der wundersame Entwicklungsprozess, der in diesem gesamten Universum und in all seinen Schöpfungen im Gang ist. Ihr als Suchende auf dem Weg müsst in die pyramidenförmigen Funktionen des Lichts initiiert werden, bevor ihr auf die nächste Stufe der Entwicklung vorgeschoben werden könnt, auf die nächste Bewusstseinszeitzelle. Menschliche Schöpfung ist nur ein kleiner Teil eines viel größeren und großartigeren schöpferischen Prozesses. Deshalb haben wir so großen Wert darauf gelegt, dass ihr eure persönliche Lichtpyramide in der fünften Dimension erschafft. Das ist auch der Grund, warum wir euch Anweisungen im Detail bezüglich der verschiedenen Lichtpyramiden für euch gegeben haben und über die wichtige Rolle, die sie in dem Aufstiegsprozess spielen. Ihr seid Sternensaaten aus einem Grund, denn während ihr zur Selbstmeisterung zurückkehrt, initiiert ihr den Prozess der Schaffung kristalliner Saatlebenserinnerungscodes eines neuen Entwicklungsprozesses, der in der nächsten anstehenden goldenen Galaxie verwendet werden wird. Dieser Prozess ist ein Teil des Rad im Rad kreativen Prozesses, den wir euch in der Zukunft enthüllen werden. In der Zwischenzeit bitten wir euch zu untersuchen, was wir euch enthüllt haben, und zu versuchen, das universelle Schema zu empfangen, das wir fest in eurem Verstand geschaffen haben, sodass ihr die nächste Phase der wunderbaren kosmischen Ereignisse versteht, die sich vor euren Augen entfalten. Meine Mutigen, wir wissen, es kann viel Schmerz, Beschwerden und Angst verursachen, während ihr euch durch diese beschleunigten Prozesse bewegt. Und durch die dramatischen Veränderungen, die jetzt auf der ganzen Welt stattfinden. Wisst, dass wir gemeinsam alle Widrigkeiten überwinden. Unsere Aufgabe ist es, die Art und Weise für jede liebe Seele zu öffnen, die den Wunsch nach Harmonie zurückzukehren zum Ausdruck bringt. Wisst, dass jeder von euch einen Unterschied macht. Wenn ihr zweifelt, Inspiration oder Stärke benötigt, kommt in die Pyramide des Lichts und wir geben euch Mut, heben euch an und inspirieren euch. Wenn ihr euch einsam oder ungeliebt fühlt, bewegt euch in euer heiliges Herzzentrum. Wir werden dort auf euch warten, um euch mit der leuchtenden Liebe unseres Mutter-Vater-Gottes zu füllen. Ich bin Erzengel Michael. Vielen lieben Dank für die Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für euren Energieausgleich.